Einige Zeitungen berichteten, dass Stuttgart 21-Gegner den Einsatz eines DRK-Notarztwagens behindert hätten, dadurch eine Frau an einem Herzinfarkt verstorben sei. Nun stellte sich aber heraus, dass dies nur ein böses Gerücht war. Unsere Rettungsfahrzeuge wurden bislang in keiner Weise behindert. Wir kommen immer gut durch. Auch bei einem Fall in der letzten Woche, als eine Frau hier am Bahnhof einen Herzinfarkt erlitten hatte, sind sowohl Notarzt als auch Rettungswagen innerhalb weniger Minuten vor Ort gewesen. Sie wurden weder bei der Anfahrt behindert, noch bei der Behandlung und auch nicht beim Transport der Frau in die Klinik. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart bestätigt dies ebenso auf Landesschau-Anfrage. Laut Aussage des DRK laufen bei der Demo morgen keine DRK-Sanitäter mit. Trotzdem stehen natürlich Sanitäter und Notarztwagen im Hintergrund bereit. Ebenfalls wieder gerüstet für Zehntausende Demonstranten sind die Veranstalter der Großkundgebung. Zum einen haben wir bei Demonstrationen und bei Versammlungen immer Ordner. Das ist eine Vorschrift vom Amt für öffentliche Ordnung. Pro 50 Teilnehmern brauchen wir einen Ordner, müssen wir selber stellen. Und diese Ordner müssen darauf achten, dass alles in Ordnung läuft. Wir haben zum zweiten ein Deeskalationsteam, das schaut, dass zwischen Polizei und Demonstranten nichts passiert und dass auch aufgebrachte Demonstranten, die sich vielleicht in Rage reden, nicht irgendwie zu einer weiteren Eskalation beitragen. Und als drittes haben wir Demosanitäter. Das sind Sanitäter, die in ihrer Freizeit auf Demonstrationen eben ihren Sanitätsjob tun. Da es letzten Freitag am Landtag zu Rangeleien zwischen Polizei und Gegnern kam, soll morgen der Landtag vorbeugend komplett von der Polizei abgeriegelt werden. Dabei haben die Stuttgart 21-Gegner diesmal jedoch gar keine Menschenkette um den Landtag geplant. Wir gehen davon aus, dass natürlich an dem morgigen Abend mehrere 10.000 Personen da kommen werden, die an der Kundgebung, an dem Aufzug, dem anschließenden teilnehmen werden. Aber wir gehen tatsächlich davon aus, dass es sich zunächst einmal um einen Verkehrseinsatz handeln wird. Wir werden versuchen, den Verkehr eben so gering es eben geht, zu beeinträchtigen. Wir werden auch vorher ableiten, umleiten, sodass es da eben dann zu möglichst wenig Behinderung kommen wird. Stuttgart 21-Gegner sangen sich heute Mittag am Hauptbahnhof für die Großdemo schon mal warm. Die Gitter am Landtag stehen auch schon zur Abriegelung bereit.